Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge LS19 auf der Hot Online Farm. So, das Düngen habe ich gestern noch fertig gemacht. Es ist alles gedüngt. Ach Quatsch, kann man eigentlich ganz einfach machen, da ja das Ding komplett gemietet ist. Garage. Gemietete Fahrzeuge, geht alles zurück. Zack. Zack. So, das muss jetzt hier anfangen. Der hat erstmal nichts zu tun. Das ist ja noch im Wachstum, oder? Ja, Gras im Wachstum. Es wächst und gedeiht. Hier waren wir stehen geblieben. Und zwar dabei. Ich hänge hier an der Deichsel fest. Das Feld 64 wollten wir ja dreschen. So. Aber irgendwie habe ich jetzt viel Gefälle bei Schleppwachswagen mit meinem Schleppmobil abhauen. Das geht so nicht. Aber Feld 64 müsste das sein hier. Jo, das ist das. So, brauchen wir CP. Haben wir hier. Wir brauchen das. Kursgenerierung stoppen. Und zwar Feld 64. Ach, irgendwie mag man das nicht so. Muss doch mal reinfahren. Müssen wir die Feldrandkurs berechnen. Nimmt man den? Jetzt hat er Feldrandkurs. So, jetzt brauche ich die Nummer. Dum-di-dum-di-dum-di-dum-di-dum-di-dum. 37, 40, 50, 64 und hinzufügen. Hammer. Jetzt geht's los. Kursgenerierung. Vorgewende machen wir. 4 Bahnen. Gut gewürzt und Kurs generieren. Mal gucken, was da rausschmeißt. Sieht gut aus. So, ich brauche mal komplett Kurs, das so komme ich besser klar damit halt. So, schalten wir schon mal ein. Jetzt brauche ich hier am ersten Wegpunkt. Und Abfahrt einstellen. So, du trägst Raps. Du brauchst 36 Minuten. Okay, jetzt brauche ich dich hier. Muss ich gucken, Hafen. Da würde ich an der 64, 52 vorbeifahren. Also wenn gekehrt. Brauchen wir schon mal ein Feld, ein Abladekurs. Eigentlich brauchen wir erstmal ein bisschen was hier trainieren. Gib mir der Röhrli, ich brauche mal was zum Zwecks-Trigger-Erwischung. Aber das ist ja taktisch praktisch hier. Und gib mal was her. Gib mir was her. So, Frau Weiser, das reicht mir. Die 12% reichen mir jetzt erstmal zum CP-Kurs einfahren.
mal hier ein. Gucke ich mal der Minimap. An der 63 vorbei. Okay. So, jetzt brauchen wir das. Drescher abtrennen und fahren wir den Kurs ein. Let's go. Wir folgen jetzt hier schön dem Weg. Aber schön weit weg von den Bäumen da. Die Bäume, die da so ein bisschen rumhängen da, die sind nicht so ganz meine Freunde. Da bleibe ich nämlich gerne mal an dem Ast, der so ein bisschen überhängt, hängen. Müsste mal Autoreifen jetzt ein bisschen erweitern. Aber ich weiß nicht wie. Ich habe am dümmsten, was ich anfange. Kann ich die ganzen Fabriken mal hinswitchen und das mal groß einfahren, also Erweiterung. Zumindest erstmal so weit, dass ich auf die Abladekurse, also die Verkaufskurse. Sind wir hier, guck mal links, guck mal rechts, kommt nichts. Schnipsen wir hier rum. Gucken wir mal ein bisschen, ob hier irgendwelche verdächtigen Gebüsche rumstehen oder ob hier irgendwo eine plötzliche Geschwindigkeitsanpassung kommt. Wie zum Beispiel hier 50 km/h, hier wird irgendwo wieder ein Gemüse, bestimmt ein Streifenwagen stehen. Ich kenne das Gemüse hier. In dem Feld, da steht nichts. Aber wir bleiben noch bei den 50. Sicher ist sicher. So, fahren wir ein Stück schneller an die 50. Was wir bei 2 km/h drüber nicht gleich auslösen. 2-3 km/h habe ich doch mal. Ich sehe gerade nichts. So, jetzt wieder. Und wir müssen gerade über den Kreisverkehr. Und dann sind wir schon am Hafen. Man glaubt es gar nicht. Hier könnte man ja wirklich fast einen Autodrive-Kurs machen. Mal gucken, vielleicht werde ich schon bei Gelegenheit mal einen einfahren. Wenn ich mal nichts zu tun habe, fange ich mal an, die Autodrive-Kurse ein bisschen zu machen für die Verkaufsstellen. Geht auf.
So, halb voll ist er jetzt erstmal. Bist du Abschiebewagen oder bist du Kipper? Abschiebewagen wäre mir von Vorteil. Nur du bist Abschiebewagen, gut. Hä? Einer? Hafen Schiene. Oh. Dann müssen wir hier mal kurz in diesen Hafen Schiene. Muss ich wirklich dabei? Hafen Schiene? Ja, Hafen Schiene. Ich muss den Kurs nochmal halten. Stopp. Wo ist denn jetzt Abladepunkt Hafen Schiene? Hafenschiene ist jetzt der da. Markierung setzen. So. Jetzt müssen wir mal ein bisschen ja. Die 1000 Liter werden es gerade jetzt hoffentlich nicht im blind fett machen. Aber halt gerade dumm gelaufen. Oh, das ist Straßenhafenschiene. Vor dem ist dann im Zug. Seid denn ihr Zello und fahren Sie nicht? Das ist ja auch schon wieder goldig, dass du jetzt hier verschiedene Abladepunkte hast. Bis zum Bahndamm jetzt. So. So, fahren wir jetzt hier rum. So, den dann mal weg und hier geht's weiter. So. Jetzt müssen wir hier ein bisschen lustig über den Trigger fahren. Das will ich neben dem Zug machen. Ich hoffe, der erkennt es. Und zurück. Ja, nicht ganz so einfach. Müssen wir gucken, ob wir es dann rafft mit dem Fahren. Ein bisschen was laden und gucken wir mal, gucke ich aber im Off dann eventuell. Weil ich denke mal, bis wir das soweit Sinn eingefahren haben, haben wir wieder hier Folgenende erreicht. So, die schicke Flamme. Mist, mal kurz zurück. So, braucht 2 Punkte zurück.
So, hier rum. So, jetzt haben wir es. Hier ist schon wieder Kurs 50. Ist ja nicht plus wegen dem Ding hier. Und weil es ein Stück bergab geht. Das glaube ich nicht. Das ist bestimmt irgendwo ein Streifenwagen im Gebüsch versteckt. Aber da halt Online-Farm war das ja schon im 17er so. Die waren ja nicht immer am selben Punkt. Die waren ja nur zu gewissen Zeiten da. So kann man sich auch nicht immer darauf verlassen, dass die dort sind oder weniger. Mal sind sie da, mal sind sie nicht da. Aber das eine Gebüsch, was ich da gesehen habe, was ein bisschen größer war, das bietet sich an, das dort im Streifenwagen rein zu verstecken hier. Das hier vorne. Das muss ich mich voll anbieten, dass er da drinnen steht. So, los geht's. So, macht der 50 km/h-Zone raus. Und der Trascher muss entladen werden. Das ist gut so. Wenn der entladen werden muss. Da kann ich dann gleich mal den Kurs testen. Ob das klappt so. Die 2%, die ich von uns drin hatte, ich hoffe, die machen es gerade nicht so. So, hier rum. Bum, bum, bum. Oh, haben wir schon wieder. Zeit verfliegt gleich eine wahre Freude. So, haben wir hier angefangen. Wo ist hier der Startpunkt vom Feld? Damit wir da auch annähernd wieder hinkommen. So, ich drehe eine kleine Pirouette um den Baum. Und dann sind wir aber schon wieder am Ende für diese Folge, wenn ich den Kurs eingefahren habe. Dann werde ich testen, ob das so klappt, wie es klappen soll. So, und stopp. Und stopp. So, den speichern wir erstmal. Das ist. Nennt sich das Abfahren, aber ich komme erstmal zum Ende für die Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen da und ich bin raus. Ciao, ciao, sagt euer Yasuo.